Ich stelle mir da so ein. Warte mal, du kennst doch aus meiner Testwelt, der Vanilla-Testwelt, diese eine Nettigkeit, die ich mal so als Falle gebaut habe. Wo man nicht wieder rauskommt. Ich stelle mir so ein Oldschool 9-Digit Kombinationsschloss vor, also mit Button und nicht mit PC, weil das wäre ja zu einfach. Das Ganze allerdings gesichert mit einem MF. Wir hätten natürlich auch einen Scoop mitnehmen können und schon mal ein paar Bienen sammeln. Stimmt natürlich. Aber dann hätten wir noch eine hätte ich noch eine Tasche gebraucht. Warte mal, ich hole mir mal eben kurz seine Koordinaten, wenn er denn mal stehen bleibt. Spione werden. So. Ist er sich da so sicher? Tralalalala. Überlegst du jetzt gerade, ihn an die Homebase zurückzuporten? Nö. Huch, ich hätte vielleicht nicht alles in Caps schreiben sollen. Ich hätte mir ein paar Knochen mitnehmen können, hätte mir noch ein paar neue Hunis holen können. Dann hättest du ihn einmal mit einem Pfeil angeschossen und hätten deine Hundis ihn gejagt. Ach, geht ja gar nicht, weil PvP auch. Die Hundis jagen ihn. Oh. Ja, aber du hättest ihm ja keinen Schaden gemacht. Nö, aber die Hunde. Ja, aber du hättest... Ja. Habe da. Oh, ich habe keine Schaufel mehr gerade. Wir versuchen einfach, ihn mal hier in den Bäumen abzuhängen. Ja, das ist mir, glaube ich, jetzt mit dir gelungen. Nee, ich sehe die... Hallo, Karte. Ja, wir haben doch, stimmt. Wir haben doch Karte 2.0. Ich sehe doch, wo dein sonnenbebrillter NSA-Schädel rumrennt. Richtig. Bei hier in diesem Wäldchen wäre mal ein möglicher Standort 1 gewesen. Ja. Das ist auch der Spawner, wo ich jetzt stehe. Da waren die drei schönen Sachen drin, ja. Was ist denn das für ein Spawner? Hast du mal nachgeguckt? Ich habe keine Schaufel, ich kann den Sand nicht wegnehmen. Skelly. Skellies? Sehr nice. Wir haben einen natürlichen Skelett-Spawner, warte mal. Nee, doch keine Kiste. Nee, das war mein Ausgang. Dann könnte ich ja sogar in der Theorie eine Oldschool-XP-Farm basteln. Jo. Ich glaube, der Spion ist uns nicht mehr auf den Fersen. Sehr schön. So, wer sich jetzt gefragt hat, warum ich das Huhn gekillt habe, ich meine, ich habe ja zwischenzeitlich mir den Hut geholt, den ich, eigentlich gerne trage, nämlich den Direwolf 20 Head. Woohoo. Yes! Aber jetzt habe ich mir gerade... wo ist er denn? Lalalala. Gott, habe ich schon viel... Ja, genau! Haha! Jetzt ist er auch noch aus meinem Kartenradius rausgelaufen, aber ich sehe ihn ja noch. Du solltest mich ja sehen. Noch. Warte ja. Was passiert eigentlich, wenn ich hier so ein... Pass auf, da gibt's auch Phantomkakteen mehr oder weniger. Also der Kaktus ist so ein bisschen buggy. Da kann auch mal sein, dass da irgendwo was ist, was man nicht sieht. Und dann läuft man erstmal etwas Unsichtbares rein. So wie es früher mit dem Feuer im Nether war. Man sah keins und man ist reingelaufen und hat sich gewundert, warum man auf einmal brannte. Wären theoretisch auch schöne... Hallo Hannibal, Nein, Bane, bitteschön. Ja, Bane. Auch gut. Wären natürlich auch schöne Fallen, wenn man die setzen könnte, unsichtbar, ne? Wenn man den Bug dafür nutzen könnte. So. Hast du schon mal Punji-Sticks gebaut vom Tinker's Construct? Glaube ich nicht. Warte mal, hier ist gerade Zuckerrohr. So war das nicht geplant. Ich hab's kommen sehen. Ja, du hast es kommen sehen. Verdammt, ich habe keine Schaufel, da war Quarz. Mist, egal. Also eine Schaufel hätte, aber die hält nicht mal sehr lange. Ja, ich habe, wie gesagt, meine habe ich auch verbraten. Ich hätte nur noch dann die große dabei. Ja, zum Freilegen ist das ja nicht so wild. So, jetzt habe ich keinen. Na, nehme ich mal eben kurz das, Und da sieht man auch schon gleich das nächste Schöne. Herr Okami, wo bist du? Da oben.
Wie war das mit Map 2.0? Ja, ich musste nur gerade erstmal gucken, orientieren, ne? in welche Richtung du warst. So, nee, hier, guck mal. Ich habe die Werkbank jetzt mal aus dem Sakura-Holz gebaut. Ja, stimmt. Da hat sich Gottofell gestern drüber aufgeregt, dass das Ding eine andere Textur hat, weil er aus seinem Baumholz da was gebaut hat. Und das funktionierte dann für irgendein Ding nicht, wo er die gebraucht hat. Warum das jetzt nicht? Hat natürlich eine andere ID. Big schick. Mist, jetzt habe ich das erste Buch von Tinkers Construct nicht mehr. Ah, kacke. Ich weiß nicht mehr, wie man den Punji-Stick baut. So, wir müssen nur noch durch das Schneebiom durch. Oh Gott. Man merkt, ich habe mir extra einen Ort gesucht, der etwas weiter weg ist, ne? Warte mal, ich muss mal eben kurz meinen Karten zoomen. Du weißt schon, dass das Schneebiom ziemlich lang ist. Ja. Gut. Also für den Rückweg brauche ich auf jeden Fall wieder was zu futtern. Ich habe noch ein rohes Stück Huhn. Ich habe also noch ein bisschen Tee dabei. Ich kann mich also noch einmal mit Sardellen vergiften. Hätte ich fast gesagt, Salmonellen. Sardellen sind genauso schlimm. Hey, nichts gegen Sardellen. Beste Pizza, von Welt ist immer noch Sardellen und Kapern. Ja, und jeder, der jetzt sich nicht geschüttelt hat, sondern gedacht hat, Sardellen- und Kapernpizza ist ja voll geil, schreibt mir das doch jetzt bitte mal in die Kommentare. Danke. Ich habe hier noch ein Stück Fleisch für dich. Denn ich habe bis jetzt eigentlich nur einen Gleichgesinnten getroffen. Ich erinnere mich da so an eine bestimmte Runde, an einem bestimmten Ort, an dem wir uns über Pizza unterhielten und ich gesagt habe, oh, geilste Pizza von Welt. Sardellen und Kapern. Alles in der Runde. Oh, Sardellen. Oh, Kapern. Und nur derjenige, der mir gegenüberstand. Wieso? Ist doch voll geil. So, man sieht es jetzt schon am Horizont. Lass die armen Hühnchen leben. Na, ich brauche ein bisschen Futter. Okay, hier sind noch genug. Also passt. Ich sammle ein paar Eier ein, damit wir hast du schon Lutess Seeds? Wobei ich an der Stelle mit dem Test wieder an ein bestimmtes anderes Spiel denken muss. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich inzwischen alle habe. Es sind ja doch mannigfaltig. Paketchen gesammelt. So, das hier wäre dann Standort Nummer 2. Für eine Farm sollte dieses Land doch gut sein. Außerdem haben wir gleich eine riesen natürliche Höhle unter uns. Das ist doch traumhaft. Und hier kannst du auch noch essen, Äpfel. Ja, und wir haben auch direkt wieder einen kleinen Sumpf dabei. Mhm. Weil? Wie gesagt, das hier war halt mein Standort. Sag mal, diese Erdaufschüttung hier. Ja, ich habe noch nicht genau nachgeguckt, aber sie erinnert einen immer so ein bisschen, ne? Ich prüfe das mal kurz. Aber ich glaube, wir haben Glück. Nee, das ist nix. Nicht so wie sonst, mit unserem nicht, Glück. Nicht das, was man erwartet hätte. Wir kriegen also nicht wieder Probleme mit irgendwelchen Magie. So, das kann noch rein, das kann noch rein, das kann hier erstmal da rein. Ein rohes Hühnchen kann auch noch hier rein. Ja. Schade. Und wie gesagt, das hier wäre mein zweiter Bauplatzvorschlag. Ist ja wieder genau wie mit Sand. Ja, sieht nicht schlecht aus. Und wenn wir da drunter eine schöne, große, natürliche Höhle haben. Richtig, hier gibt's theoretisch noch einen Eingang, den habe ich aber zugebaut. Aber wie gesagt, vorne kommt man auch noch rein und hier kommt man auch rein. Da hat man auch schon Lava. Hui. Und ich habe wieder keine Fackeln. Ja, die Frage ist dann, wollen wir dann, ich würde sagen, wir bauen dann im Zweifelsfall hier nochmal neu auf. Also, dass wir jetzt nicht da den Dings da, das Gelöt aus dem Spawn, aus unserem Spawn-Palazzi mitschleppen. Nee, da würde, also aus dem Spawn-Palazzi, da würde ich mir, glaube ich, die Seeds holen und so ein paar grundlegende Sachen. Ja, also das Material rausholen, aber jetzt sowas wie die Smeltery oder so, das bauen wir hier. Nein, die bleibt dort und die wird hier komplett neu aufgebaut. Genau, weil da bauen wir dann nämlich auch eine, in die mal was reinpasst und nicht so ein. Richtig, ja, Kellerraum, ne, war ja nicht so viel, war das, was möglich war. Und für dort habe ich mir gedacht, reicht das auch. Hallo, also, Keller, groß. Ja, ich weiß, manch einer baut ja die Höhlen von Moria nach, ne? Als Keller. Okay.
Ja, genau. Wir kennen da ja so einen Spezialisten. Richtig. Und außerdem, hey, du kennst mich doch. Du kennst doch meinen weltgrößten Keller. Mhm. Andere nennen es auch Slime Farm. Ich nannte es Keller. Das heißt, nein, wie habe ich damals gesagt? Valhalla? Ja, Valhalla. Es war sehr hallig. Und wannig? Gott. Ja, wie gesagt, so würde ich sagen. Hab jetzt natürlich auch nicht wirklich viel Material mitgenommen, weil wir wollten es uns ja erstmal nur anschauen. Richtig, aber ich kann ja schon mal so ein bisschen gelöt ablegen. Ja, das rohe Hühnchen kannst du mal mitnehmen. Vielleicht weiß ich Kohle. Du könntest dir die Hühnchen sogar braten. Ja, ich habe leider Gottes fehlt mir ein bisschen Cobblestone. Bin gerade dabei. Bin gerade dabei. Okay. Das hätte ich mir schon einen Ofen gebastelt. Restliches Kram habe ich. Kohle habe ich mir gerade geschlagen. Ja, ich habe auch schon zwei Miners Backpacks gebastelt, weil ich ja, wie gesagt, schon ein bisschen oft on Tour war. Ja, waren wir ja beide den Tag. Daher kommen ja auch unsere Diamanten, ne? On the road again, quasi. Mit viel Hilfe auch, danke Lucky. Ja, ja. Wir wurden ja dann kurzzeitig unterstützt, als wir Diamanten gefunden haben. Da kam der gute Kevin ja direkt erstmal mit der Lucky-Spitzhacke um die Ecke gedübelt. Oder Dennis, wer auch immer von beiden. Einer von beiden war's. Genau. Nennen wir ihn Tobi. Genau, wir nennen ihn einfach Tobi. Ich hoffe, er nimmt uns das nicht übel. Er guckt ja unsere Videos. Richtig, der Dennis guckt bei dir. Ich habe mal mit ihm gesprochen und meinte, er guckt ja bei mir nicht. Er guckt dir, aber Kevin guckt bei mir. Ah ja. Also daher auch unsere Verwirrung. Wahrscheinlich haben sie auch einen YouTube-Account zum Schauen, wo uns mal gewundert haben, okay, da scheinen wirklich beide gleichzeitig zu gucken. Nee, der eine guckt der andere da. Aber es ist ja auch gut. Ich leuchte hier rum erstmal schon mal ein bisschen weiter aus, ne? Jupp. So, wir wollen uns ja hier nicht... Man muss ja mal schauen, wie groß ich das hier mache. Platz habe ich ja genug. Terraform dürfen wir hier auch wahrscheinlich auch genug. Ein goldenes Skelly. Hilfe! Wo? Hinter mir. Ah, zwei sogar. Ein goldenes und ein stinkendes... Aua! Oh, diese Schnellschießer! Ich denke, die schießen noch nicht schnell. Erst mit der 1.6. Nein, da werden sie noch schneller. Ach du Scheiße. Ich habe schon da den... Da hast du so den MG. Ich habe jetzt schon so mal gesehen, die ersten Teaser für die 1.7. Also ich habe sie mir noch nicht angeguckt, ich habe es gesehen, dass sie gibt. Oh weia. Hilfe! Zombies! Ja, Freund, wird in der 1.6 lustig, die Zombies. Ja, vor allen Dingen mit der neuen KI. So, ja, auf 5000 Chunks Entfernung kriegst du jeden Zombie an den Arsch, der da irgendwo... Mal einen hat fahren lassen. Genau. Und dass sie sich vermehren, ist immer noch so eine Sache, die ich nicht gut heiße. Ey, die Baby-Zombies, ne? Dieser High-Speed-Killer. Oh, echt. Ich war ja jetzt im Ende. Ich hab's umgesetzt bei Survive Minecraft. Ja. Folge 200 war ich wirklich im Ende. Verraten tue ich jetzt... Kann ich ja jetzt noch nichts zu sagen, weil ist ja noch nicht draußen. Dauert ja noch. Das ist ja, glaube ich, erst in zwei Wochen so knapp. Du hast zwei Creeper hinter dir. Zwei? Ach so, da war... Ich hatte auch einen vor mir. So, das ist nämlich Teamwork. Du schlägst, ich schlag. Ja. Das gute alte Creeper-Tennis. Das macht doch immer wieder Spaß. Hallo, Skelly. Und na, tschüss. Das hier wird dann auch komplett weggehauen, der Erdhügel. Da können wir dann schön noch erweitern alles. Und wir haben hier sogar eine Kuh. Mann, bin ich erfreut. Ich wurde gerade beschleunigt durch einen Bogen. Das war gar nicht mal so schlecht. Nein! Ach, Mann, da hat mich ein Skelett natürlich zum Creeper geschossen. Wo ist der? Da hinten ist der Lümmel. Und ich habe mal wieder eine gespoilerte Tasche bekommen. Oh, das kann nicht warm. Man kommt im Wasser den Hunden auch überhaupt nicht näher. Hunden? Ja, diesen Knochenhunden hier. Knochenhunde? Ja, was Skelette. Was hast du schon wieder geraucht? Gar nichts. So, ich hasse nur Skelette. So, du rauchst ja nicht. Da war ja was. Ich vergaß. So, dann knusprig erstmal so ein bisschen... Kentucky schreit Mahlzeit. Ja, ich sollte auch mal was essen, sonst bin ich bald tot. Was haben wir denn in unserer Spoils Bag? Oh, einen weiteren Oblivion Frame. Bücher, Brot. Gleich hast du Pfeil im Kopf. Aua. Mach den Bane nicht wütend. Da läuft mir natürlich auch genau ein Pfeil rein.
Also in F5 Knochen an sich zu kämpfen, also in Third Person, ist gar nicht mal so leicht. Ich sehe natürlich auch mal wieder, du siehst aber genauso gut aus. Ja, wenn man von mehreren auf die Kimmel und Korn genommen wird, ne? Ja, wir beide sehen gut aus. Der gefällt mir noch besser.